Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar dachte ich mir, lade ich das auch noch hoch. Hier den Giftcast to Friend Glitch, der immer noch funktioniert. Und zwar braucht ihr den MOC dafür und hinten im MOC natürlich Lager für Fahrzeuge. Ich habe hier schon mal den RH8 drin geparkt. Und rechts unten im anderen Clip seht ihr ja, dass ich im Story Mode bin. Euer Kumpel geht vom Story Mode. Hoppla, ich muss hier erstmal die Internetverbindung einschalten. Euer Kumpel geht hier vom Story Mode als allererstes in eine geschlossene Freundessitzung. Was? Rockstar? Rockstar? Rockstar Cloud nicht verfügbar. Was ist denn das für ein Bullshit? Gleich nochmal. Oh, nee. Also, falls ihr solche dummen Scheißmeldungen habt, versucht das Ganze nochmal. So, jetzt ladet er doch rein. Manchmal macht mich dieses Spiel verrückt, ja. Also ich bin auch zurzeit wirklich am Versuchen, wenn ich die Zeit dazu habe, an dem Solo-Regisseur-Modus-Glitch zu arbeiten, weil der ist schon gepatcht, wie gesagt, und es ist jetzt noch schwieriger geworden, da irgendwas herauszufinden, aber wie gesagt, ich mache mich da auf die Suche und investiere da eigentlich schon sehr viel Zeit, die ich eigentlich nicht wirklich habe, aber ich versuche es trotzdem. Ich möchte so schnell und so gut wie möglich es schaffen, da wieder mal reinzukommen, da irgendwas herauszufinden, was da geht. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr schwer. So, wenn euer Kumpel dann in der geschlossenen Freundessitzung angekommen ist, drückt er wieder die Optionstaste, drückt auf Online, geht auf den Editor, geht von dieser geschlossenen Freundessitzung wieder in den Editor rein und vom Editor drückt er wieder die Optionstaste, drückt Online, geht er online spielen und nochmal eine geschlossene Freundessitzung. Also diesen Part müsst ihr immer machen, sozusagen nachdem ihr ein Auto euch von eurem Kumpel abgegeben bekommen habt oder dupliziert habt, je nachdem wie man es nennen mag. So, jetzt kann ich eigentlich meinem zweiten, oder jetzt könnt ihr euren Kumpel sozusagen joinen. Ich mache das ja auch hier mit meiner zweiten PS4 Spiel beitreten. Come on, Alter, echt, diese Ladezeiten, die killen mich echt ohne Scheiß. So, jetzt hole ich schon mal, euer Kumpel kann ja schon mal den Wagen holen, den ihr sozusagen haben wollt. Persönliches Fahrzeug, was nimm mal heute? Ach, nimm mal den LG Retro Custom. Ist halt einfach die geilste Karre, die man duplizieren kann und verkaufen kann. Achtet auch vor allem auf das Verkaufslimit täglich. Verkauft nicht zu viele Karren. So, das ist echt übelst krass schwer mit zwei Controllern alles hier zu handeln und so. Also es ist echt schwer. Ich kann das zwar mit jemand anderen machen und so, aber dafür habe ich echt nicht die Geduld, nicht die Zeit. So, Immobilie verlassen. Ich zeige euch auch genau das, die Location, sage ich mal, wo es funktioniert. So, erstmal schön den MOC anfordern. Ich brauche jetzt ein Auto, Alter. Ich brauche so schnell wie möglich ein Auto jetzt. So, jetzt fahren wir zu der Location, wo es funktioniert. Also ich habe andere noch nicht probiert,
Aber das Ganze funktioniert halt, wie gesagt, unter einem Tunnel oder in einem Tunnel oder muss halt überdacht sein. Eventuell würde es sogar hier funktionieren. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Aber ich zeige euch, wo es wirklich geht. Jetzt verpiss dich mit deinem Scheißwagen, echt. So, das ist dieses Rockford Plaza, wenn ich mich nicht irre. Genau. Das ist dieses Einkaufszentrum, was jeder kennt. Das ist neben dem Los Santos Custom. So. Fahre ich hier rein. Und bleib einfach hier mit dem MOC stehen. So, ich kann jetzt eigentlich auch schon den RH8 rausholen. Jetzt fahre ich noch schnell mit meinem zweiten Spieler. Euer Kumpel kann sich jetzt eigentlich auch schon hier an dieser Stelle als CEO registrieren. Was ist das Shit? Und ihr könnt dann eigentlich den RH8 rausfahren. So. Ja, jetzt ist es natürlich ein bisschen weiter weg. Komm schon, gib Gas, Alter. So, hier steigt... Also, ihr müsst zuerst das so machen. Noch nicht einsteigen, der Kumpel steigt noch nicht ein. Ihr stellt euch so hin, dass es euch am weitesten Punkt, sage ich mal, die Meldung kommt. Links oben muss auf jeden Fall die Meldung kommen. Noch ein bisschen näher, noch. Okay, jetzt habe ich oben links diese Meldung. Jetzt steigt euer Kumpel hier in den Wagen ein, in euren RH8 und startet eine Mission, geht auf Optionstaste, Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, eine Mission, ein Job für einen Titan. So, er ist jetzt dann in den Job-Einstellungen, macht Spielersuche auf jeden Fall auf geschlossen, damit kein anderer Spieler reinkommt. Und ihr drückt hier die Optionstaste, geht auf Freunde, auf den Namen von eurem Freund und tut ihm beitreten und bleibt in dieser schwarzen Meldung. Dann kann euer Kumpel schon aus dem Job heraus. Boah, wo hat's mich jetzt hingeschleudert? Ach du Scheiße, voll auf das Rockford Plaza Einkaufszentrum. Shit. Okay, boah, fuck. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Ich habe ja den Fallschirm. Shit. Okay, euer Kumpel rennt wieder zu eurem RH8 hin. Steigt in den Wagen ein. Hier drückt er dann das Touchpad, geht auf Security Surf, auf VIP-Aufträge und geht auf Führungsflucht. Starten, hat er den gestartet, drückt ihr jetzt in dieser schwarzen Meldung paar Mal die Pfeiltaste nach rechts und bestätigt dann einfach mit X und dann bekommt ihr halt diese Fehlermeldung, die bestätigt ihr auch mit X und jetzt könnt ihr eigentlich eure Kamera bewegen. Aber nicht aufsteigen, wenn ihr das Dreieck drückt. So, ich kann nicht aufsteigen. Jetzt drücke ich und halte ich Touchpad. Und jetzt steige ich aus. Jetzt lässt er mich raus. Drücke das Interaktionsmenü wieder weg. Lauf zu dem Wagen von meinem Kumpel, den ich haben will. Steige in den ein. Und es zieht mich schon in den MOC rein. Und das war's auch eigentlich schon. Wupp, steht im Wagen drin, toll. Zur Sicherheit fahre ich den Retro Custom jetzt einmal raus und wieder rein. Und das war's auch schon.
Aus dem Weg, Mann. Und ich klatsche dann auf jeden Fall auf diesen Retro Custom wie immer mein eigenes kreiertes Kennzeichen drauf und behalte halt den Wagen oder verkaufe ihn später, je nachdem. So, das war's auch mit diesem Glitch hier. Wenn ihr jetzt, wenn ihr wieder einen Wagen duplizieren wollt oder euch von eurem Kumpel übergeben wollt, muss euer Kumpel halt wieder die Steps von Anfang an machen. Er geht wieder zum Story-Modus, geht in eine geschlossene Freundessitzung, dann wieder zum Editor drin und von dort nochmal in eine geschlossene Freundessitzung. Und dann könnt ihr das Ganze eigentlich nochmal wiederholen. Also ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da und falls du neu bist auf meinem Kanal, abonniere mich. Dafür wäre ich sehr, sehr dankbar. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!